Lass uns die kaputte Puppe in Rapunzel verwandeln. Babe bekommt lange Haare. Zeichne ein süßes Gesicht. Nähe einen Meerjungfrauenschwanz. Ergänze ihn mit einer Flosse. Vor kurzem ist eine bezaubernde kleine Meerjungfrau geboren worden. Die kleine Rapunzel ist die Erbin des Meeresthrons. Das Kindermädchen passt auf die kleine Meerjungfrau auf. Meine Liebe, wie geht es dir? Ich muss Muscheln sammeln. Ich bin bald zurück. War dir langweilig? Ich hatte es eilig, zu dir zu kommen, Baby. Oh, ich habe mich verletzt. Aha. Die Kleine hat ein gutes Herz. Sie wickelte ihr Haar um die Wunde. Was hast du denn vor? Dank der magischen Kräfte der Haare ist die Wunde verheilt. Wow. Danke. Rapunzel versucht, überall gute Taten zu tun. Lass uns die Puppe in Mutter Gothel verwandeln. Zeichne ein neues Gesicht. Die Spitze wird ein paar schöne Locken machen. Nimm eine rote Bluse mit Ärmeln. Das helle Oberteil wird durch einen glänzenden Schwanz ergänzt. Verziere die Manschetten und den Halsausschnitt mit einem goldenen Seil. Falte die Rohlinge zu Tentakeln. Mutter Gothel ist ein roter Oktopus. Ein luxuriöser Look wie dieser wird auf dem Meeresgrund nicht unbemerkt bleiben. Mutter Gothel entdeckte die heilende Kraft der Haare. Aha. Der Bösewicht beschloss, das Baby zu entführen. Wow, das ist wahr. Dieses Haar ist magisch. Ruhig, Baby. Alles wird gut. Gothel schleppte Rapunzel in ihr Versteck. Phew. Nun, jetzt bist du meine Tochter. Wow. Fühl dich wie zu Hause. Und egal, was passiert, geh nicht weg. Okay. Ich schwimme, um Essen zu finden. Mache eine Locke aus Luftknete. Füge die Augen hinzu. Baby Pascal. Färbe die Schuppen grün. Das süße Chamäleon ist bereit, den Meeresboden zu erkunden. Unter Wasser kann es manchmal gefährlich sein. Selbst ein unschuldiges Chamäleon hat Übeltäter. Die Seekrabbe ist hinter ihm her. Oh nein, die Krabbe kommt. Ha, hab ich dich. Pascal versucht zu entkommen, aber die starken Klauen hätten den armen Kerl fast gepackt. Als plötzlich, der Schurke wurde von einer Bratpfanne getroffen und er verschwand in den Tiefen des Meeres. Oh, es ist alles in Ordnung, mein Freund. Bei mir bist du sicher. Rapunzel wickelte ihr magisches Haar ums Chamäleon. Das Baby erwachte zum Leben und dankte dem Retter. Lass uns das Aussehen der Puppe ändern. Wem gehört dieser prächtige Zopf? Natürlich gehört er unserer schönen Rapunzel. Probiere ein schickes Oberteil an. Wickle die Beine mit etwas Frischhaltefolie ein. Ziehe einen Stoffschwanz an. Wow, dieses Mäppchen wird sich als praktisch erweisen. Wir haben wunderbare Flossen. Der Kleine ist erwachsen geworden. Ein charmanter Teenager. Es sind Jahre vergangen. Rapunzel ist reifer geworden, ist aber immer noch freundlich zu Pascal. Bleib stehen, mein Freund. Du wirst mein Modell sein. Die Meerjungfrau beginnt, das Baby zu zeichnen. Der Boden ist voll mit Skizzen. Was machst du da, Schatz? Oh, du zeichnest? Ich sehe eine Ähnlichkeit mit einem Porträt. Kluges Mädchen, du musst dein Talent entwickeln. Pascal, alles ist toll. Sollen wir dich anziehen? Wie wäre es mit einem süßen Kleid? Die Freunde heben ihre Laune. Sogar in der gemeinsamen Gefangenschaft langweilen sie sich nicht. Lass uns ein paar Klappen ausleihen. Lass uns ein Regal mit Muscheln bauen. Verstärke die Arbeitsplatte mit einem Spiegel. Was für eine wunderbare maritime Dekoration. Der Kosmetiktisch wurde durch einen eleganten Stuhl ergänzt.
Es ist so bequem, sich dahinter zu schminken und zu putzen. Ich will mich ändern. Was kann ich tun? Hm? Die Meerjungfrau fand Flaschen mit Haarfärbemitteln. Bunte Strähnen sehen so schick aus. Wow. Ich werde alle meine Haare färben. Oh mein Gott! Mutter Gothel war damit nicht einverstanden. Wir müssen dein blondes Haar so schnell wie möglich zurückbekommen. Puh, jetzt hat es wieder seine natürliche Farbe. Kleine Mädchen sollten ihre Haare nicht mit Färbemitteln ruinieren. Okay. Eine alte Puppe wird dir für einen neuen Look nützlich sein. Schminke dich. Schminkkünstler an die Arbeit. Oh, wow. Nein, nein, wir brauchen blond. Ein bisschen länger. Sehr gut. Mache Schalen für den BH. Ergänze das Oberteil mit Tüll. Wähle Stoffe für den Pferdeschwanz aus. Dieses Haargummi reicht aus. Der perfekte fliederfarbene Schwanz mit Pailletten. Befestige die Glitzerflosse. Leihen wir uns dieses schöne Element von einer goldenen Serviette. Sehr elegant. Die Meerjungfrau sieht umwerfend aus. Ah, wie schön ist es, sich nach langer Gefangenschaft im Gras zu sonnen. Es ist so schön hier. Vögel, euer Gesang hat mir immer Hoffnung gegeben. Die Meerjungfrau schwamm, um die Meereslandschaften zu studieren. Oh. Wow. Oh, entschuldige, ich habe mich lange nicht getraut, dich zu treffen. Flynn, diese Rose wurde für dich gemacht. Ist das Liebe? Das Paar ist glücklich zusammen. Nichts wird sie mehr trennen. Bereite Seepferdchen-Ausdrücke vor. Wow, Zauberei. Die Zügel sind an ihrem Platz. Auf dem Rücken prangt ein Muschelsattel. Das Pferd frisst ein Plakat. Oh, ein bekanntes Gesicht. Autsch. Hey, Hübscher, wo kommst du denn her? Oh? Sei nicht nervös, lass uns Freunde sein. Das Pferd ist damit nicht einverstanden. Es lässt den Möchtegern-Reiter sofort fallen. Oh. Flynn, bist du okay? Lass mich dir aufhelfen. Was für ein wunderbares Pferd. Wow. Es sieht so aus, als hätte Rapunzel ihn verzaubert. Kumpel, nimm einen Bissen von einem Apfel. Er lehnt das Essen nicht ab. Eine neue Freundschaft hat begonnen. Yay. Wow, so viele Muscheln. Verwandeln wir sie in ein Teeservice. Bastle eine kleine Teekanne aus den Flügeln. Ergänze das Set mit eleganten Tassen. Daneben steht eine Zuckerdose mit einem Löffel. Wir laden alle zum Tee ein. Flynn beschloss, ein romantisches Abendessen für die Prinzessin zu organisieren. Bitte komm an den Tisch, Schatz. Das Paar genießt den aromatischen Tee. Und er kichert unbeholfen von einer versehentlichen Berührung mit den Flossen. Als plötzlich... Überraschung! Rapunzel, willst du meine Frau werden? Oh mein Gott, ja! Eine neue Familie hat sich vor unseren Augen gebildet. Die Dose wurde in Metallplatten zerlegt. Schneide ein paar scharfe Zähne aus. Befestige die Hake an einem Holzstiel. Füge die Vergoldung hinzu. Was für ein wunderbares Werkzeug. Schneide die Schaufel aus. Füge einen Stiel hinzu. Ein tolles Set für die Gartenarbeit. Rapunzel beschloss, Flynn vorzustellen. Mutter, das ist mein Verlobter. Offensichtlich. Wurde alles hinter Gothels Rücken entschieden. Nun schmoll doch nicht, ich liebe dich immer noch so sehr. Ich kann doch nicht böse auf dich sein, oder? Sei glücklich, mein Mädchen. Gott segne dich. Ein Paar hat seine Mutter mit Samen überrascht. Das ist interessant. Ich muss sie bald einpflanzen. Die Sprossen wuchsen schnell. Ah, es war eine magische Blume. Sie verleiht ewige Jugend. Wie schön. Meine Tochter hat sich um ihre Mutter gekümmert.